Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell-Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage überfordert fühlen. Boot AI ist der Ansprechpartner rund um das Thema künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistungen, Prozessautomatisierung und vielem mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Und weiter geht's mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Julian Hosp. Und Julian wird uns hier erzählen, wie ihr in 7 Minuten 80 Millionen gemacht habt. Also ich habe mir ganz viele Fragen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir die alle jetzt noch hinkriegen zu beantworten. Aber vielleicht nochmal auf euren Token Sale. Das heißt, ich lege einen Zeitraum fest, in dem es möglich ist, einen Token zu kaufen bei euch. Ne? Und ich lege ja die Menge fest, also die 80 Millionen beispielsweise. Richtig? Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also das kann man so machen wie bei Kickstarter, wo man hergeht und sagt, man hat fixierte Limits. Wo man hergeht und sagt, von diesem Rucksack verkaufe ich nur 100 Stück und von diesem Bundle gibt es so und so viele Stück. Oder man macht es komplett offen, also dass man hergeht und sagt, umso mehr, umso besser. Bei unserem Token Sale haben wir das komplett fixiert. Man misst es nicht, oder traditionell würde ich nicht empfehlen aus rechtlicher Sicht, dass man das in Fiat-Währung, also in Euro misst, sondern dass man das in einer Kryptowährung misst. Bei uns ist das Ganze in Ether gemessen worden und wir haben das Ganze auf 200.000 Ether limitiert. Und wir haben dann, also bei uns war dann, der Ether-Preis war ungefähr 350 pro Ether. Jetzt kann man sich natürlich fragen, 200.000 mal 350, das sind ja nur 70 Millionen. Der Grund ist, weil wir haben andere Währungen akzeptiert, wie Bitcoin, Dash, Litecoin und so weiter. Und die sind im Preis so krass gestiegen im Vergleich zu Ether, dass es dadurch einfach zu, im Nachhinein zu 80 Millionen halt gekommen ist. Aber das prinzipielle Messen tut man nicht in Fiat-Währung, also in Euro, sondern man misst in einer Kryptowährung. Und man muss das aber nicht limitieren. Es gibt Firmen, die limitieren das nicht. Wir wollten das aber limitieren, weil unser Ziel war nicht so viel Geld wie möglich. Dann wären wir wahrscheinlich auf 300 Millionen gekommen, umgerechnet. Und unser Ziel war genauso viel, wie wir für die nächsten 5 Jahre brauchen, damit wir halt unser Ziel genau erreichen, aber jetzt nicht irgendwie mehr, weil wir sind ja auch keine Bank. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da Geld bei uns hamstern, sondern wir wollen eigentlich, dass jeder was davon hat. Also dass die Token-Holder was davon haben, dass wir als Firma was davon haben, dass wir neue Mitarbeiter reinkriegen, dass wir das Ganze aufbauen können. Das würde ich auch so empfehlen. Also das ist jetzt nicht, dass man es so machen muss, aber so würde ich das empfehlen. Und dann kann man auch noch gleich wie auf Kickstarter sagen, okay, entweder wenn das Ganze voll ist, also wenn alles verkauft ist, dann ist Schluss, oder man hat einen gewissen fixen Zeitraum. Bei uns war es entweder, wenn alles verkauft worden ist oder ein Monat. Bei uns ist das Ganze innerhalb von 7 Minuten verkauft gewesen. Also es waren 80 Millionen in 7 Minuten. Das hat aber einfach auch damit zu tun gehabt, dass so ein Riesenbedarf war. Und dass wir einfach so gutes Marketing und so guten Kundensupport gehabt haben. Und wir haben einfach ein richtig gutes Produkt. Und wir hatten halt schon ein Produkt. Und es ist halt was anderes, wenn ich auf Kickstarter gehe und sage, schau, ich verkaufe dieses Produkt eigentlich schon auf meinem Shop. Das gibt's alles, da gibt es auch schon Kunden. Mhm. Und jetzt mache ich einfach als Promotion, mache ich jetzt eine Kickstarter-Kampagne. Und genauso bei uns war das auch. Unsere Karte, die konnte man nutzen, die kann man schon kaufen und so weiter. Und wir haben den ganzen Token halt damit verwendet, dass wir halt eine Promotion raushauen, dass wir das Ganze halt Vollgas
nach vorne wachsen. Und wir haben zum Beispiel auch den Token-Holdern, die mindestens 25 Ether contributed haben, also uns gegeben haben als im Kauf, haben wir eine kostenlose Karte gegeben. Also es war halt einfach eine zusätzliche Promotion. Mhm. Und ob man das jetzt als reine Idee macht oder als Produkt, das ist auch einem komplett überlassen. Ich würde halt einfach das Ganze, wenn es irgendwie geht, mit einem bestehenden Produkt schon haben, weil es einfach glaubwürdiger ist. Aber wir sind die Ausnahme. Also es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Token-Sales, wo das Produkt schon fertig ist. Das ist ja wie bei Kickstarter, da gibt es ja auch nur wenige, die das fertige Produkt schon haben. Mhm. Julian, können wir ganz kurz in den emotionalen Moment hineingehen, wo ihr in 7 Minuten 80 Millionen macht? Wie habt ihr euch gefühlt? Also wie hoch seid ihr gesprungen? Minute für Minute. Also wir haben da ein YouTube-Video dazu, wo das genau von einem Filmer aufgenommen worden ist, wie das Ganze so abläuft. Also auch so diese letzte Stunde dorthin, wo einfach alles, also da ist wirklich, da war komplette Spannung im Raum. Also wir waren genau 10 Leute und es war einfach, waren alle unter Strom, jeder Vollgas beschäftigt. Es war dann so krass. Also das Ding war dadurch, dass unterschiedliche Möglichkeiten waren, diese Token zu kaufen. Es war einerseits Ether, Bitcoin und so weiter und das Ganze musste synchronisiert werden. Und dieses Synchronisieren, das ist halt nicht instant, also das geht nicht jede Sekunde, weil diese ganzen Kryptowährungen unterschiedlich schnell auch untereinander kommunizieren. Hm. Also Ether ist zum Beispiel relativ schnell, Bitcoin braucht immer ein bisschen länger und jetzt war das halt alles relativ so schwammig am Anfang. Und du siehst halt so, du schaust, also natürlich, es ist bei uns in Singapur um 21 Uhr, das war 15 Uhr an einem Samstag in Deutschland. Also ich rede jetzt in deutscher Zeit, es war 15 Uhr, also bei uns 21 Uhr, 15 Uhr und es geht los und dann innerhalb von der ersten Minute schießen da schon mal die Hälfte von dem ganzen Geld rein. Also einfach 40 Millionen innerhalb von einer Minute, da sitzen halt die ganzen Leute schon da, haben alles vorbereitet gehabt, da haben wir dann hunderte Videos von Leuten bekommen, zum Gefühl, also es waren 40.000 Leute auf unserer Webseite. Tobi zum Beispiel hat wirklich die letzte Stunde nur mehr mit Amazon, bei uns ist alles über Amazon Web Service gehostet, war nur mehr mit Amazon am Schreiben, dass sie die Limits rauffahren, dass wir mehr Daten, also mehr Datenvolumen und so weiter kaufen, weil einfach der ganze Server, der war so überlastet, es waren einfach 40.000 Leute, die haben alle Refresh gedrückt, alle Refresh. Das heißt, wir haben Millionen an Seitenaufrufen gehabt innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Und dann ist halt eine Sekunde nach 15 Uhr, alle Leute drücken auf Send, die haben uns das ganze Geld gesendet zum Kaufen und zack, und dann ist natürlich alles in den Server rein und das musste halt alles gehalten. Und dann so 2 Minuten danach war halt irgendwie so, okay, passt das auch alles, stimmt das auch, war nicht irgendwie ein Server, der gecrashed ist, und dann war halt irgendwie zuerst 40 Millionen da und dann 50 Millionen und dann eine Minute danach nochmal 60 Millionen und das ist halt dann so rein. Und es war halt dann irgendwie so 6,5 Minuten, war ich mir ziemlich sicher, dass wir voll sind und wir müssten das, so circa eine Minute davor mussten wir stoppen, weil es hat so eine leichte Zeitverzögerung, bis das alles gestoppt wird. Und wenn wir warten, bis das Service automatisch stoppt, dann kriegen wir zu viel, weil es gibt dann Leute, die senden, und wenn Leute gleichzeitig senden, dann wird einfach alles akzeptiert. Das heißt, wir müssen da ein bisschen puffern, dass wir sagen, okay, wann stoppen wir? Das müssen wir manuell machen. Das geht nur bei manchen Währungen, dass das komplett automatisch ist, aber bei vielen Währungen geht das nicht. Und wir haben so, also bei 6,5 Minuten habe ich dann gesagt, okay, stopp, alles stopp. Und das sieht man dann auch im Video, wo ich dann rumspringe von Laptop zu Laptop, weil jeder etwas anderes offen hat. Und dann wollte ich halt Währungen vergleichen und ich bin halt mit dem Taschenrechner da und rechne gerade durch, was halt alles da ist. Und dann sage ich, stopp, 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 send out, stopp, stopp, stopp. Und dann sieht man halt auch auf Social Media, wo dann stop sending money, we're full, zack, zack, zack. Und dann geht es halt voll los und im Slack-Kanal ist crazy. Und ja, und dann war halt so 7,5 Minuten, waren knapp, also wirklich knapp über 200.000 Ether da, also es waren genau 80 Millionen und dann haben wir noch so 3-4 Minuten gebraucht, um alles zu koordinieren, passt das alles, ist alles da, ist alles gesichert, ja, und dann war natürlich riesen Feierstimmung, wir haben Pizza bestellt gehabt und wir haben dann ein Glas Champagner Orange getrunken und wir sind dann an dem Abend, sind wir dann auf Abendessen, wir sind einfach auf noch einen Drink am Abend, das war dann irgendwie bei uns Mitternacht, sind wir dann ausgegangen hier in Singapur, nichts Weltbewegendes, aber halt einfach eine kleine Feier im Team und das war, ja, es war also wirklich unglaublicher Abend, richtig emotional, wunderschön, also natürlich Happy Ending auf eine richtig, richtig lange Arbeitszeit, ja. Ja, stark. Also schick mir unbedingt diesen YouTube-Link, den mach packen wir gerne mit in die Shownotes, um da einfach nochmal rückwirkend teilhaben zu dürfen. Eine weitere Frage, die ich habe, ist es denn heute möglich, euren Token noch zu kaufen? Klar, definitiv. Also dieser Token wird gehandelt. Es gibt unterschiedliche sogenannte Exchanges, das sind Tauschbörsen,
Und die größte zurzeit ist eine, das ist die drittgrößte Exchange der Welt oder im westlichen Raum. Nehmen wir mal die ganzen Chinesen und die Koreaner weg, weil die sind wirklich alles, das ist sehr, sehr regional. Aber wenn man jetzt wirklich die ganze westliche Welt ansieht, also Europa, Amerika, auch jetzt bei uns Singapur und so weiter, dann ist das Bittrex mit 2D, also bittrex.com. Und da kann man sich einfach einloggen, registrieren, das heißt kostenlos. Und dann braucht man halt Bitcoin oder Ether und die tauscht man dann gegen unseren Pay-Token. Also der Token heißt PAY und dann kriegt man diesen Pay-Token. Genau. Stark. Wahnsinn. Ja. Genau, eine wichtige Frage noch. Nur mal ganz kurz, nur noch mal für mein Verständnis, damit ich das alles richtig auf dem Radar habe. Ein Token-Sale ist gleichzusetzen oder das ist eigentlich das Gleiche wie ein ICO, richtig? Also ein Initial Coin Offering. Genau, also das ist okay. vom Verständnis her für die meisten Leute ist es das Gleiche. Ich will einfach was dazu sagen und zwar ein ICO heißt, ich offere die Coins, ist meistens eine Investition von dem Kunden. Und das ist für mich rechtlich ein großes Problem, weil das halt einfach nicht klar reguliert ist und ich das deshalb auch keiner Firma empfehlen würde, eine ICO zu machen. Mhm. Bei einem Token Sale ist ganz wichtig, da verkauft man etwas. Man muss das Ganze natürlich auch nach Einkommensteuer oder nach Mehrwertsteuer, was man halt alles abführen muss in seinem Land, muss man das natürlich auch dementsprechend versteuern. Ein Grund, warum die wenigsten Leute einen Sale machen, ist, weil sie halt nicht gerne dieses Geld versteuern wollen, sondern bei einer Investition brauchst du das jetzt per se nicht versteuern, weil du hast ja ein Investment bekommen. Deswegen würde ich aber Leuten oder ich würde wirklich generell Firmen empfehlen, einen Token Sale zu machen. Ich glaube, dass es rechtlich mit diesen ICOs in Zukunft noch ganz, ganz, ganz viele Probleme geben wird. Mhm. Okay. Und ein ICO konzentriert sich ja auf Kryptowährungen, ja, und das Pendant quasi zu unserer heutigen oder gegenwärtigen Finanzwelt ist der IPO. Kann man das so sagen? Kann man das nebeneinander stellen? Ist sicher ähnlich, hat sicher Ähnlichkeiten. Man muss natürlich auch eins sagen, eine ICO ist halt meistens mit einem kompletten Startup. Mhm. Also ich vom Namen her, klar, das C und das P ist unterschiedlich. Für mich hat es viel mehr Ähnlichkeit mit einer Crowdfunding-Campaign. Okay. Nur, dass es halt bei einer Crowdfunding-Campaign kaufe ich halt einen Rucksack und oder eine Tasche und bei einem ICO oder bei einem Token-Sale kaufe ich halt diesen Token. Mhm. Es hat natürlich schon etwas mit einem finanziellen Interesse hinter sich, nur ich bin da halt ein Riesenproponent und da bin ich leider zurzeit noch einer der wenigen, ich glaube, das wird sich aber ändern, der halt das Ganze von einem Token-Sale spricht und immer von Token-Sale und Token-Sale und Token-Sale und die Leute kennen halt immer noch dieses Wort ICO und das erinnert die Leute halt an IPO und das sollte aber hoffentlich irgendwann mal sich ändern, weil ich habe halt einfach Angst, dass wir von höherer Ebene auf ICOs einfach ein richtiges Problem bekommen werden und das trifft zwar dann nicht uns bei 10x, aber ich bin halt jemand, der halt wirklich so die ganze Krypto-Community halt auch ein bisschen aufklären will und halt schauen will, dass jetzt diese ganzen regulatorischen Probleme auf ein Minimum gehalten werden und das ist natürlich eines der schlimmsten Dinge, was passieren kann, wenn da irgendwie 15 Unternehmen sind, die dann plötzlich alle verklagt werden oder wo es Rückforderungen gibt oder die halt irgendwie, keine Ahnung, finanzrechtlich irgendwie nicht Korrektes gemacht haben. Das will ich halt einfach nicht. Und deswegen versuche ich halt immer, ja, gerade so Nomenklatur auch irgendwie ein bisschen reinzubringen und das zu erklären. Sehr gut. Warum ich das beides nebeneinander stelle und mit IPO meine ich ja den Börsengang, ne? Also das ist ja, wie ich heute in der Finanzwelt versuche, Geld in meine Firma zu holen durch einen Börsengang. Gibt es das natürlich auch für Kryptowährungen oder so, wie ihr das gemacht habt mit dem Token Sale. Woraufhin ich frage, das war kein deutscher Satz, aber ist egal, bei einem IPO, also bei einem Börsengang, habe ich einen Börsenprospekt. Das ist ja meine rechtliche Grundlage. Bei einem Token Sale wie bei euch gibt es wahrscheinlich ein White Paper. Inwieweit bin ich denn rechtlich abgesichert als Investor bei so einer Geschichte? Also das ist eben genau das Wichtige. Also das ist wirklich, das muss man wirklich so sehen wie bei Kickstarter oder bei Indiegogo. Das heißt, klar, die Firma legt einen Plan vor. In der Kryptowelt hat sich da eben das White Paper durchgesetzt. Also das ist ein White Paper und da gibt es halt dann eine Struktur und man kann da halt vieles rauslesen. Aber schlussendlich ist es wie auf Kickstarter, wo ich sage, ja, ich möchte das machen und das mache ich auch. Aber ich bin nicht verpflichtet, irgendwelche finanziellen Daten vorzulegen. Es ist auch, also solange ich jetzt nicht irgendwie bösartig lüge, kann mich jetzt auch keiner anzeigen, dass ich halt das dann nicht geschafft habe, weil solange ich halt das im besten Interesse gemacht habe. Und das ist eben wichtig, dass man sich halt anschaut bei den Leuten, wer sind denn diese Leute? Sind die, was haben denn die für ein Background? Können die das machen? Haben die vielleicht schon in der Vergangenheit ein tolles Projekt vorgelegt? Weil eben diese rechtliche Absicherung
also praktisch, also meiner Meinung nach praktisch gar nicht da ist. Das heißt, es ist wirklich ein Vertrauensgeschäft von diesen, von den Kunden, die deine Token kaufen. Und das war auch für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Also es war so lustig, das Motto von unserem Token-Sale war Transparenz und Vertrauen. Und das war so lustig, weil ja eigentlich die Blockchain ist ja eigentlich etwas, was komplett intransparent oder komplett ohne Vertrauen funktionieren soll. Also dass du niemandem vertrauen musst, oder? Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Und das war eigentlich, glaube ich, das Erfolgsrezept, weil die Leute, glaube ich, heutzutage immer noch dieses Vertrauen wollen. Die wollen wissen, wer steht da dahinter. Was haben die Leute in der Vergangenheit gemacht? Und die sehen halt bei mir, okay, der war Top 10 Kitesurfer auf der ganzen Welt. Der war Arzt, der hat ein Unternehmen davor schon aufgebaut. Jetzt wieder bei Tobi, der hat Artificial, also künstliche Intelligenz studiert. Der hat schon mal ein Unternehmen aufgebaut, der kennt sich dort aus. Wir haben jemanden aus dem ganzen Marketing und aus dem ganzen Kundenservice-Bereich. Wir haben einen Designer, wir haben die zwei, drei Blockchain-Developer, die kennt man auch. Da kann man nachschauen, was die für Projekte gemacht haben. Und das hilft natürlich unglaublich, als wenn man jetzt irgendwie 5 Leute hat, die von dem man davor noch nie was gesehen hat. Wenn man dort auf LinkedIn geht oder auf Xing oder Facebook, dann haben die 18 Freunde, keiner weiß, was die eigentlich davor gemacht haben. Das ist viel wichtiger, als dass man halt wirklich da Transparenz und Vertrauen schafft, als wie, dass man da eine rechtliche Absicherung hat, weil die gibt es halt im Kryptobereich meiner Meinung nach, also bist du gar nicht. Ja, und das finde ich auch nochmal eine tolle Geschichte, hast du ja vorhin auch gesagt, dass das Marketing letztendlich, auch die Kommunikation extrem wichtig ist bei so einer Aktion, wie ihr es gemacht habt, weil ich ja einfach, das ist ja die einzige Möglichkeit, um wirklich so hinter die Kulissen schauen zu können, ne? Also die wenigsten Leute können übers Internet so tief recherchieren, dass da irgendwie so ein Vertrauen hergestellt wird, ne? Also ich kenne ja die Leute nicht, was die da machen, was die in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist ja echt schwierig, das so von Hand zu recherchieren. Aber ihr im Marketing habt genau diese Stories rausgearbeitet, ne? Und habt die im Grunde sichtbar gemacht. Vollkommen korrekt, ja. Ganz genau. Also das ist wirklich etwas, das ist, glaube ich, ganz wichtig und darf man natürlich eins auch nicht irgendwie verpassen oder irgendwie verwechseln, dass nur wenn man gutes Marketing macht, das bedeutet nichts. Es muss zusammenpassen. Ja. Also wenn das Produkt zusammenpasst, wenn die Substanz dahinter da ist und wenn dann natürlich das exzellente Marketing da ist, das ist natürlich wichtig. Aber heute, das will ich natürlich auch einfach ganz klar darstellen, nur weil ich jetzt das Gesicht der Firma bin und irgendwie die ganze Kommunikation mache und auch so wirklich diese ganze Schnittstelle bin, so ist wirklich total wichtig zu verstehen, dass wir einfach brutal gute Leute halt haben, die an jeder Position sind, die halt einfach nicht so gern mit anderen Leuten reden oder vor der Kamera sind oder irgendwie vor dem Mikrofon oder auf der Webseite, weil du erlebst natürlich auch das komplett krasse Gegenteil. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Hate-Nachrichten ich am Tag bekomme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es die Leute gerne haben möchten. Mhm. Und wenn dann natürlich eine Firma da ist, wo es heißt, die haben 80 Millionen, dann ist es halt natürlich ganz was anderes. Wenn man dann irgendwie auf Facebook, keine Ahnung, irgendwie was postet oder so, dann ist man ganz öffentlich ganz anders ausgesetzt. Und ich verstehe, dass dann viele Leute, weil das ist teilweise auch bei mir krass, oder? Was dafür Drohungen und was weiß ich was alles bekommen, verstehe ich, dass halt manche Leute das halt nicht wollen, oder? Aber ich will halt dazu sagen, dass ohne der ganzen Security, ohne dem ganzen geilen Design, ohne den ganzen Programmierern, den Produkten, dem ganzen Kundensupport, ich meine, das braucht halt ein ganzes Team, oder? Um das zu schaffen. Und da muss halt echt Substanz da sein. Ja, absolut. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen unsere Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß.
Und ich möchte einfach mal an dieser Stelle auch Danke sagen für deine Arbeit, also dass du dich da wirklich so reinhängst und die Dinge wirklich erklärst. Ja? Also du verkaufst ja in deinen Videos oder in deinem Podcast nichts, sondern du erklärst wirklich, oder man kann von dir wirklich detailliert lernen, wie funktioniert das System, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Also ein großes Kompliment. Für mich ist das ein ganz wertvoller Content, den du da produzierst, einfach weil es mich zum einen natürlich persönlich interessiert, aber als Rebell willst du einfach auch wissen, welche Alternativen haben wir zu dem System, in dem wir leben. Danke, danke. Also für mich, und ich sage das auch immer dazu, also es ist ja so eines meiner Ziele, dass Leute krypto-fit sind, ja. Und also indem dass du über das Thema redest und da halt wirklich das anschaust, das ist natürlich eins der geilsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und da wollte ich auch ein riesengroßes Danke zu dir zurück sagen, oder? Weil ja, das ist unglaublich wichtig, dass Leute sich in diesem Bereich ein bisschen besser auskennen. Ja, vielen Dank. Julian, an dieser Stelle, ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass wir, glaube ich, zwei Teile aus diesem Interview machen, weil es einfach länger geht. Weil ich habe jetzt noch zum Schluss tatsächlich so eine kleine, ich nenne sie immer Be-Bold-Session, wo ich dir einfach ein paar Fragen stelle und du ganz spontan aus dem Bauch raus meine Sätze vervollständigst. Perfekt. Okay. Fangen wir an. Frage oder Satz 1 ist, meine Mission ist, Leute über Kryptowährungen aufzuklären. Mhm. Nächste Frage ist, ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß, ist? Dass ich schneller Sachen essen kann als, ich würde mal sagen, jeder andere auf dieser Welt. Was, schneller essen? Ja. Du bist Arzt, ist das gesund? Komplett ungesund, aber es spart mir Zeit und so habe ich mehr Zeit für andere Sachen. Okay. Körper und Geist halte ich fit mit? Dass ich total gern während dem Sport Podcasts höre, gute Audiobücher höre. Ist auch Meditation für dich so ein Thema? Ja, wobei ich sagen muss, bei mir meditieren, ich bin jetzt nicht der Meditierer, der da sitzt und so dieses klassische Meditieren macht. Bei mir ist zum Beispiel Meditieren in der Früh alleine kurz spazieren zu gehen, wo ich, keine Ahnung, ich stehe meistens um 6 auf, dass ich um 6 aufstehe und dann so ein bisschen, die Stadt ist noch ruhig, dass ich da ein bisschen so dahin schlender und das ist für mich mehr Meditieren oder beim Schwimmen, ich gehe fast jeden Morgen schwimmen, dass ich da, das ist für mich mehr Meditieren als wie jetzt, dass ich da sitze und irgendwie da so die Finger zusammenpresse und jetzt irgendwie da, keine Ahnung, dieses typische Meditieren mache. Ich glaube jetzt nicht, dass eines falsch oder richtig ist, aber für mich funktioniert das, was ich mache. Ja. Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin? Hart arbeitend. Mhm. Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte, war? Dass der größer denkende Gedanke den kleiner denkenden Gedanken am Ende immer übertrumpfen wird. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, aber der größer denkende Gedanke ist immer wichtiger. Schön. Das Wertvollste, was man von mir lernen kann, ist? Dass, wenn man etwas erklären kann, und zwar einfach erklären kann, dass man es erst dann wirklich selber verstanden hat. Sehr gut. Meine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen sind? Drei wichtigsten. Bei mir definitiv Slack. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Internetressource ist. Slack, definitiv. Ich bin da jetzt nicht so exotisch. Also bei mir ist wirklich Slack, bei mir ist das WhatsApp und bei mir ist das die relativ große Google-Palette an Produkte. Sei das Google Calendar, Google Mail, Google Drive. Ich bin jetzt nicht der Falsche, um zu sagen, hey Julian, was ist so das letzte Tool? Ich bin nicht gern jemand, der da irgendwelche Sachen ausprobiert. Ich bin ein Routinenmensch, ein Ritualmensch. Wenn für mich etwas funktioniert, dann never change your winning team. Vielleicht hast du noch ein paar Links so zum Thema Kryptowährungen. Definitiv. Also da würde ich CoinMarketCap anschauen. Da schaue ich wirklich fast jeden Tag drauf. CoinMarketCap.com. Da sieht man alle Kryptowährungen schön in der Übersicht. Dann zum Thema Kryptowährungen.
Es gibt leider im deutschsprachigen Raum relativ wenig, was ich jetzt einfach blind empfehlen würde. Da muss ich ganz ehrlich einfach sagen, am besten ist, du hörst dir meinen YouTube-Kanal oder meinen Podcast an, den produziere ich selber, da vertraue ich zu 100%. Da hast du gesagt, ich verkaufe da auch nichts drauf. Das ist wirklich für mich ein Hobby. Deswegen ist es auch nicht so regelmäßig, wie es vielleicht sein sollte, weil ich da halt überhaupt kein Business draus mache. Mhm. Und sonst, gut, ich will auf jeden Fall die Leute von BTC Echo, die meiner Meinung nach eine sehr schöne blogartige Webseite haben, also ptc-echo.com, mhm. Die Jungs machen auch einen richtig guten Job und bin ich auch gut befreundet mit denen. Die machen echt einen coolen Ding. Also da ist Danny dabei oder Mark, also richtig coole Leute. Super. Das Buch, welches für mich den größten Mehrwert hatte, lautete? Ich würde sagen, die Audio oder die Biografie von Steve Jobs. Schön. Von Walter Isaacson. Ja. Ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen besteht aus? Verkauf, Umsatz. Mhm. Und das sage ich deshalb, weil es gibt so viele Unternehmen, also es gibt so diesen Satz auf Englisch, Sales cure everything, also Verkäufe heilen im Prinzip alles. Und für mich ist der Unterschied zwischen einem Business und einem Hobby, dass ich in einem Business klar Gewinn habe, aber mal auf jeden Fall Umsatz. Und ich kenne einfach so viele Pseudo-Unternehmer, die halt gern so irgendwas machen, aber eigentlich null Umsatz haben. Mhm. Und ja, für mich ist Umsatz ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Für den Markenrebell-Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste empfehlen. Wen müssen wir hier unbedingt noch einladen? Ich muss zugestehen, dass ich nicht weiß, ob die schon Gäste waren. Ich kann dir auf jeden Fall Henrik Klöters vom Unternehmerkanal empfehlen. Mhm. Kann ich dir auch gerne ein Intro dazu geben. Mhm. Ich würde dir auf jeden Fall, ich finde, Basti Kunkel ist ein sehr guter Freund von mir, von Versicherung mit Kopf. Ich finde, der Junge ist richtig schlau und der macht ein Thema, das so trocken ist, macht er richtig gut. Sehr cool. Und jemand, der überhaupt nicht im Podcast ist oder jemand, der überhaupt nicht offen ist, ist mein bester Freund, der Dennis, der ja einer der erfolgreichsten Amazon-Verkäufer ist, die es überhaupt gibt, das aber keiner weiß, weil er das alles nicht öffentlich macht, der aber wirklich ja, richtig weiß, wie es geht. Wenn du da mal Lust hast, ich werde kann ihn versuchen. Der ist einer der ganz wenigen. Also ich kann dir nicht versprechen, ob der macht es eigentlich nicht. Muss ich schauen. Aber der wäre, also wenn du den kriegst oder wenn der Lust hat, dann ja. Also der hat richtig viel zu erzählen, auch ganz, ganz viel über seine Vergangenheit und wie das alles passiert ist. Und ja. Wir machen es einfach anonym. Leute. Also wir verstellen seine Stimme, sagen nicht, wie er heißt. Ich glaube, deswegen habe ich auch mit Absicht seinen Nachnamen gesagt, aber ich glaube, wenn er einfach nur seinen Vornamen hat und wenn er nicht drüber reden muss, was seine Firmen auf Amazon sind, also der hat mehrere Firmen, dann ist er sicher offener dafür, als wenn das alles transparent und klar draußen ist. Ja. Dennis, wenn du das hörst hier, hey, komm in die Show, erzähl uns. Ich werde es ihm sagen. Schön. Julian, wir sind am Ende unseres Gespräches. Super, super spannend. Ich würde gern am Ende noch so deinen besten Tipp für einen glückliches und erfülltes Leben hören. Tipp für erfülltes und glückliches Leben. Mhm. Ich glaube, und das ist etwas, das ich selber auch von ganz vielen anderen erfolgreichen Leuten gelernt habe, das ist einfach, dass man sich vielleicht andere Fragen oft im Leben stellt, dass man sich nicht so die Frage stellt, warum passiert mir das, sondern dass ich mir so die Frage stelle, für was kann ich das nutzen? Oder dass ich mir die Frage stelle, warum ist das jetzt vielleicht für mich passiert? Da gibt es unterschiedliche Variationen, aber es ist so dieser Weg von der Hilflosigkeit, dass man jetzt da ist und sagt, okay, jetzt passiert mir irgendwas und jetzt, oh Mann, warum passiert mir das? Und jetzt kann ich irgendwie nichts tun, sondern dass man da ist und sagt, okay, wie kann ich das als Werkzeug nutzen, dass ich wirklich was draus machen kann? Ja, das ist bei mir im Leben war das so ein Erfolgsrezept in egal allem, was ich irgendwie gemacht habe. Und jeden Menschen, den ich kenne, der was das auch für sich nutzt, der ist wirklich mega glücklich und mega erfolgreich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man dann irgendwie noch glücklich im Kopf bleibt. Stark. Schönes Schlusswort. Julian, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Informationen. Wir verlinken alles in den Shownotes, auch deine Links und die und deinen YouTube-Channel. Schick mir noch den Link von dem Film,
von euren 7 Minuten 80 Millionen Deal. Mache ich. Und wir bleiben in Verbindung. Norman, hat mich mega gefreut. Echt richtig coole Fragen, wahnsinnig gute Fragen. Super, super Spaß gemacht. Danke, mir auch. Bis bald, mein Lieber. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.